Was wäre, wenn du in dein Lieblings-Fastfood-Restaurant gehen würdest und statt Hühnchen- und Rindfleischburgern nur Wollnashörner auf der Speisekarte stünden? Nun, das mag jetzt nicht sehr appetitlich klingen, aber vor Tausenden von Jahren waren unsere Vorfahren auf das Fleisch des Wollnashorns angewiesen. Moment, du kennst das Wollnashorn nicht? Nun, das liegt daran, dass dieser riesige Haarballen seit mehr als 14.000 Jahren ausgestorben ist. Aber heute bringen wir es zurück. Wie sähe unsere Welt aus, wenn es das Wollnashorn heute noch gäbe? Wärst du und deine Liebsten in Gefahr? Oder würden die Menschen sie jagen, um leckere Nashornburger zu machen? Dies ist Was wäre wenn? Und hier erfährst du, was passieren würde, wenn das Wollnashorn nie ausgestorben wäre. Okay, schnallt eure Schneestiefel an, denn wir begeben uns auf ein Abenteuer in die winterliche Welt des Wollnashorns. Das Wollnashorn lebte während des mittleren Pleistozäns vor 2 Millionen Jahren. Zu dieser Zeit gab es auch andere Tiere wie das Wollhaar-Mammut, die Saiga-Antilope und den Bison. Das Wollnashorn überlebte mehrere Eiszeiten, darunter auch die letzte Eiszeit, und starb erst vor etwa 14.000 Jahren aus. Das bedeutet, dass das Wollnashorn lange Zeit mit dem Menschen zusammenlebte. Aber dazu kommen wir gleich noch. Wollnashörner waren etwa 2 Meter groß, was in etwa der durchschnittlichen Größe eines NBA-Basketballspielers entspricht. Allerdings waren sie zwischen 3 und 5 Meter lang. Zum Vergleich, das entspricht etwa der Größe eines großen Kanus. Ja, das waren große, träge Bestien. Stell dir vor, du kommst zu spät zur Schule oder zur Arbeit und stößt auf ein wolliges Nashorn, das mitten auf der Straße liegt. Das würde deinen Arbeitsweg um Stunden verlängern. Ja, viel Glück dabei, es aus dem Weg zu schaffen. Diese Nashörner waren schwer und wogen bis zu 700 Kilogramm. Das ist vergleichbar mit den heutigen Breitmaulnashörnern. Es bräuchte Dutzende von wirklich starken Menschen, um sie von der Straße zu heben. Und mit ihren 2 sehr langen, scharfen Hörnern würden sie ungewollt viele Reifen zerstören. Diese beiden riesigen Hörner halfen ihnen bei der Nahrungssuche. Als Pflanzenfresser, die in den kälteren Regionen Nordasiens und Europas lebten, benutzten sie ihre Hörner, um unter dem Schnee zu kratzen, bis sie die darunter vergrabenen Pflanzen erreichen konnten. Wenn es sie heute noch gäbe, könnten wir diese Fähigkeit nutzen und Wollnashörner dazu abrichten, Schnee von unseren Gehwegen und Einfahrten zu schaufeln. Ich weiß, was du jetzt denkst. Wären diese riesigen Tiere nicht eine Bedrohung für die Menschen? Nun, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Trotz ihrer Größe waren Wollnashörner keine gewalttätigen Kreaturen. Es wäre unwahrscheinlich, dass sie einander angreifen würden, geschweige denn eine andere Art. Wenn sie angegriffen werden, kratzen sie mit ihren Hörnern am Boden, um ihren Gegner einzuschüchtern und zum Rückzug zu bewegen. Also, wenn du keine Angst vor lauten Geräuschen hast, bist du in Sicherheit. Wie ich bereits erwähnt habe, lebten Wollnashörner während und nach der letzten Eiszeit, also zur gleichen Zeit wie die frühen Menschen. Als das Klima wärmer wurde und die Vegetationsarten, von denen sie lebten, verschwanden, wäre es für diese riesigen Tiere schwieriger geworden, zu überleben. Einige der anderen Säugetiere, die die Eiszeit überlebt haben, wie der Moschusochse und das Rentier, konnten sich jedoch an das wärmere Klima anpassen. Wer weiß, wenn das Wollnashorn überlebt hätte. Würdest du zu Weihnachten vielleicht Rudolph the Red-Nosed Rhino singen? Das Klima war nur eines der Probleme, mit denen diese pelzigen Nashörner zu kämpfen hatten. Die frühen Menschen nutzten sie als Nahrungsquelle. Und wir nutzten ihr Fell, um uns warm zu halten, und ihre Hörner, um Speere herzustellen. Anthropologen glauben, dass die übermäßige Bejagung der Wollnashörner letztlich zum Aussterben der Tiere geführt hat. Wissenschaftler fanden sogar heraus, dass unsere Cousins, die Neandertaler, das Wollnashorn mit einer Beilage aus Pilzen verspeisten. Vielleicht hatten sie ein Rezept für Nashorn-Stroganoff. Der Verzehr von Wollnashörnern wäre in sibirischen Regionen sehr beliebt gewesen, da es dort große Mengen davon gab. Aber da dieses Fleisch ziemlich zäh war, wäre es schwer zu kauen gewesen. Wenn wir heute Wollnashorn essen würden, wäre es am besten, es wie ein Steak zuzubereiten. Aber achte darauf, dass du es in dünne Scheiben schneiden lässt, sonst schmerzt dein Kiefer vom vielen Kauen. Unsere Vorfahren nutzten das Wollnashorn unter anderem für sein Fell. Es bedeckte sie und hielt sie im nördlichen Klima warm. Wenn es diese haarigen Tiere heute noch gäbe, meinst du, wir würden dasselbe tun? Mäntel aus ihrem Fell herstellen?
Könntest du dir das überhaupt leisten? Nun, die wahrscheinliche Antwort lautet ja. Wenn man heute einen Pelzmantel findet, ist er meist aus dem Fell kleinerer Tiere wie Nerz, Fuchs oder Chinchilla gefertigt. Da das Wollnashorn so groß ist, gibt es eine Fülle von Fellen zu kaufen. Mehr Fell ergibt mehr Mäntel und senkt die Kosten. Du könntest eine Menge Geld sparen, wenn du einen Wollnashornmantel statt eines Nerzmantels kaufst. Und mit den Haaren, die übrig bleiben, kann man schicke Perücken herstellen oder die Couch im Wohnzimmer mit Pelzkissen schmücken. Pelzexporte aus Ländern wie Russland und der Mongolei würden ein Vermögen einbringen, mehr als sie es jetzt schon tun. Derzeit ist die Mongolei der größte Pelzexporteur der Welt und nimmt 325 Millionen Dollar ein, ohne einen einzigen Wollnashornmantel zu verkaufen. Stell dir vor, wie sehr sich dieser Betrag erhöhen würde, wenn du Zugang zu diesen riesigen Pelztieren hättest. Die Nashörner würden wahrscheinlich in riesigen Pelzfarmen gehalten werden, um die Produktion und die Nachhaltigkeit zu steigern. Ähnlich wie andere Nashornarten in der heutigen Welt könnte das Wollnashorn wegen seiner Hörner gejagt werden. Aber es gäbe einige Menschen, die sich für seine Erhaltung einsetzen. Wahrscheinlich gibt es auch Anti-Jagd-Gruppen, die sich für die Rettung des Wollnashorns einsetzen. Wenn du in Nordamerika lebst, ist es jetzt an der Zeit, dich zu freuen. Zum ersten Mal überhaupt könntest du mit dem Wollnashorn zusammenleben. Im Gegensatz zu den Mammuts haben es die Wollnashörner nie nach Nordamerika geschafft, da sie nicht zwischen Russland und Alaska hin und her wandern konnten. Aber jetzt gibt es viele Möglichkeiten, sie nach Übersee zu transportieren. Genauso wie Eisbären in Zoos leben, würde das Wollnashorn in einem künstlichen Lebensraum leben, der nur für sie geschaffen wurde. Das bedeutet kühle Temperaturen und viel Vegetation. Wenn du Glück hast, darfst du die Nashörner sogar füttern. Passe nur auf, dass du den Hörnern nicht zu nahe kommst. Die Wollnashörner waren freundliche Tiere, die heute problemlos mit dem Menschen zusammenleben könnten. Im Zuge des Klimawandels haben sie sich vielleicht so entwickelt, dass sie etwas weniger Fell haben, aber wir könnten es immer noch für modische Winterkleidung verwenden. Sie könnten unter uns wandern oder wir könnten sie in den Zoo verbannen. Aber so oder so, ich werde mir ein Nashorn mieten, das mir hilft, meinen Gehweg zu schaufeln. Und vergesse nicht die leckeren Pilz-Nashorn-Cheeseburger mit Pommes. Das Wollnashorn heute hier zu haben, wäre eine ziemlich große Veränderung. Aber weißt du, was noch größer wäre? Buchstäblich. Wenn das Wollhaar-Mammut noch auf der Erde leben würde. Aber das klingt wie eine Geschichte. Für eine andere Folge von Was wäre, wenn?